Modelleisenbahnausstellungen sind in der Weihnachtszeit ein wahrer Publikumsmagnet. Doch auch nach den besinnlichen Tagen erfreuen sich Miniaturbahnen großer Beliebtheit. Aus diesem Grund veranstalteten die Mitglieder des Modell- und Eisenbahnfreunde Köthen e.V. am letzten Januarwochenende eine große Modelleisenbahnausstellung in den Räumlichkeiten des Opel-Autohauses Gute Fahrt in Köthen. Und gut fuhren die zahlreichen Bahnen auf den Spurbreiten NTT und H0 auch. Angefangen bei Miniaturbahnen bis hin zu originalgetreuen Modellen, die an die fast vergessenen Dampfloks erinnern, war für jeden etwas dabei. Um den Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten und gleichzeitig auch das Hobby Modellbau in Köthen zu stärken, hatten sich im vergangenen Jahr alle drei Modelleisenbahnclubs der Bachstadt zu einem neuen Verein formiert. Das erste Ergebnis der Fusion, eine umfangreiche und spannende Ausstellung, konnte ein ganzes Wochenende lang begutachtet werden. So bekam Mann, aber auch Frau, neben den detailgetreuen Modellplatten auch einen Einblick in die Funktionsweise einer echten Dampfmaschine. Welche Faszination vom Modellbau ausgeht, erläuterte uns noch einmal Bernd Dittmar. Mich persönlich fasziniert die Digitaltechnik und das Basteln. Das Basteln, im Prinzip die kreative Arbeit. Man kann ohne Plan arbeiten, mit Plan arbeiten, so wie man möchte. Es gibt natürlich auch Modellbahner, die suchen sich direkt ein Thema aus und versuchen Streckenführung so originalgetreu wie es geht nachzubauen. Als etwas spärlich betrachtete Dittmar die Resonanz aus der Bevölkerung, denn es seien im Vergleich zu früheren Ausstellungen weniger Besucher gekommen. Gerade in Zeiten von PlayStation und PC haben es die alten, etwas eingestaubten Hobbys schwer mitzuhalten. Wenn man sich so umsieht, meistens älteres Semester, die Jugend hat andere Ambitionen, aber naja, vielleicht kommt es mal wieder. Es gibt sehr schöne Modelle, von daher kann man ein bisschen Hoffnung haben. Die Anlage ist ja computergesteuert, die ist ja digital und die wird ja über einen Rechner gesteuert. Und darum, wir haben jetzt ja auch ein Problem, dass wir keine jugendliche Arbeitsmannschaft kriegen, weil eben Computer ist. Und da haben wir jetzt die Anlage gebaut mit Computer und dass wir da die Jugendlichen auch mitkriegen. Also es ist noch zeitgemäß, sagen wir so. Mein Sohn hatte selber auch eine Eisenbahnplatte, aber die werden wir jetzt, wenn die Kinder so weit sind, wieder hinstellen. Wir verpassen es auch nicht. Jede Ausstellung, die irgendwie hier in der Nähe ist, die tun wir uns eigentlich auch ansehen. So für die Kinder ein bisschen was. Es gibt also doch noch die guten alten Eisenbahnfreunde. Diese konnten am besagten Wochenende schier endlose Bahnen bestaunen. Zum einen waren diese mit Hilfe von viel Fantasie entstanden. Zum anderen bildeten sie aber auch originalgetreue Bahnstrecken ab. Als Hauptanlage im Hintergrund unser BW. Das haben wir versucht, nicht nach dem Vorbild zu bauen, aber im Prinzip in den Abläufen eines Bahnbetriebswerks ziemlich nahe zu kommen. Hingegen die zweite Anlage, die wir als Club ausstellen, ist eine reine Fantasieanlage. Zwar auch mit einem kleinen BW, aber im Umland vollkommen aus dem Nichts gegriffen. So. Es gibt natürlich auch Vereine, die bauen direkt nach im Vorbild, wie zum Beispiel der Dessauer Verein, den wir als Gastverein dieses Jahr gewinnen konnten. Die haben eine Strecke gebaut, Wörlitz, Dessau-Wörlitz, in ihren Grundbahnhöfen und Grundeigenarten und sowas. Vor allem der Nachwuchs treibt den Köthener Modellbaufreunden Sorgenfalten ins Gesicht. Der Altersdurchschnitt liegt deutlich über 40 Jahren. Da jedoch die digitale Technik im Modellbau Einzug gehalten hat, hoffen die Vereinsmitglieder so, den einen oder anderen Jugendlichen für ihr Hobby zu interessieren.